Dann rein da. Bleib stehen. Ich kann aber gerade nicht stehen bleiben. Jetzt erstaunlich schwer zu treffen, wenn er hinter dir herlegt. Ja. Es ist schön, wenn man Schaden kriegt, wenn man sich den großen Zeh zu stark an dieser Kante anhaut, ne? Ja. Und? Ja. Gut, das bringt uns jetzt was genau? Es ist schön, dass wir das Shuttle... Ah! Wir können ins Shuttle einsteigen? Ja. Ich habe gerade Rechtsklick auf das Shuttle gemacht. Okay. Wo in aller Welt sind wir hier? Egal, erstmal speichern. Ja. Ach, wir sind auf der Kolonie gelandet, okay. Das heißt, es geht jetzt unten weiter. Das ist schön. Das heißt, wir haben wahrscheinlich gleich das Spielende, ne? Möglich. Erstmal hier rumschauen. Da unten laufen Krokodile rum. Wo bist du? Ah ja. Ich geh grad rein. Hallo? Lock. Gleich. Okay, lock. It's a lot worse than I first feared. The system breakdown was caused by Xerxes XP. It seems that Barnaby Station just deactivated Xerxes XP. I cannot make radio contact with the station, and I doubt that they received our emergency call. Otherwise, they would have sent a shuttle. It took me more than 3 hours to start the standby systems, and during this time, all security doors were open. A great number of Saurians broke into the colony, many more than I first estimated. These creatures are very aggressive and have attacked several crew members. I sent 3 men to the bot hangar to activate the UNN bots, but none of them has reported in. We have to be very careful. In the meantime, the Saurians could be anywhere in the building. The heavy thunderstorm last night uprooted several trees and destroyed the upper window in the crew area and flooded the crew quarters. Neither the medical area nor the storerooms are accessible. Scores of crew members are missing. Wieso gehen wir eigentlich in irgendeinen sicheren Bereich, wenn er nicht sicher ist? Weiß ich nicht. Oh, Granaten. Nice. Wo bist du? Ach, du bist da hinten hingelaufen. Andere Seite, mhm. Diese Löcher leuchten. Ja, sollen sie doch. Hallo. Kann ich mich hier mal noch nicht looten? Der ist kaputt. Ich find's schön, wie ich dank dem Geschwindigkeitsboost einfach keine Treppenstufe mehr berühre, sondern immer gleich die ganze Treppe runterhüpfe. Unterlaufe eigentlich. Ach, kurz gucken. Erstmal die Schrotflinte entladen. Ich meine Pistole. Egal. Ist egal, wenn ich die entlade. Nein, was tue ich hier? Entladen. Weg damit. Pistole kurz wieder ausrüsten. Pistole laden. Meine Güte. Lock. Lock. I will go to the hangar myself and activate the UNN bots. It's our only chance to get rid of those Saurians. We can only hope that Ponterby Station will send help soon. Until then, we must hang on as best we can. Wir sind die Hilfe. Die Menschheit ist verloren. Nee, steck fest, der Leiche. Medikit. Spritzen aller Art. Oh.
was? Ladegerät. Ah. Praktisch, dass ich die ganze Zeit keine Splittermunition gebraucht habe. Hier werde ich sie brauchen. Ne? Mhm. Mehrfach. Scheint so, als könnten wir hier die Sicherheitstruppen mobilisieren. Oh. Okay. Komm. Kino. Ich scheue. Brav, wie wir das gemacht haben, sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die uns gleich angreifen werden. Nein. Was machen wir jetzt? Über den Platz laufen? Ja. Da ist noch ein Lock. Mhm. Jetzt gleich? Ja, gleich jetzt. Ja. Crap. Now I can't get into command control, because I have no battery. I'm sure there are some in storage room 2B, but stupidly we dumped all our radioactive waste there. Director Miller had said, dump it outdoors. But for some reason I couldn't do it. So I put all barrels in storage 2A and 2B. In any case, I can't go there without a hazard suit. Zwei Sachen. Erstens, toll. Zweitens, diese Surface-Bots, ne? Mhm. Diese Bots sind dazu da, um Menschen zu retten. Aber um diese Schildkröte abzuschießen, haben sie mich als Zielscheibe ignoriert. Ja. Ah, Rechtsklick. Ah, okay. Hm, was denn? Nichts. Schon okay. Wo ging's raus? Hier, ne? Und Bein. Dann da lang. Dann da lang. Ja, hier bin ich richtig. Ihr miesen Viecher. Eine schwere Kampfpanzerung nochmal. In case anyone wants it. Hm, nö. Muss nicht sein. Kommt der Energie und klar. Ah, hallo. Ich will in den Wagen einsteigen. Ja, geh mal kurz. Oder halt ich mal kurz aus dem Schutzfeld. Das wollte ich gerade sagen. Nur noch drei. Vier. Drei. Vier. Ja, nee, waren ursprünglich vier. Achso, die einen, die hingen so ineinander, dass die aushalten, die vier. Geh ich mal hier lang, ne? Mhm. Und dann. Dann hier mal links lang. Oh, ein Stasis-Feldgenerator. Nö. Kann ich ihn noch nicht verwenden, oder? Was braucht der? Schwer von 3, ja. Weg damit. Und 6 XP. Oh. Ja, meine Wand. Ah, hübsch. Dann noch weiter nach links, ne? Ja, geht noch weiter hier. Command Control. Ah. Au. Stöhn. Es war einfach zu schön, da reinzukommen. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja gewesen, wäre, ne? Haben wir schon Command Control? Die Vielheit. Wieso ist das hier die Vielheit? Was? Deck 8, die Vielheit hier. Aktiviere Selbstbestimmung der Pantry Station, okay. Das heißt, wir müssen noch runter und einen Code sammeln. Dann runter. Auf der anderen Seite wahrscheinlich, ja. Möglich.
Oder draußen, zwei der drei Türen. New life awaits you in the off-world colonies. Lest du vor? Was verlesen? Das Poster hier an der Wand. Ach, kann ich machen. Wenn du mich dann vor dem Kerl schützt, der da wahrscheinlich gleich rauskommt um die Ecke. Mich nicht. Ich kann das schon lesen, ist okay. Ja. The chance to begin again in a golden land of opportunity and adventure. Now... Irgendwas... Eliminate. Eliminate? Eliminate traditional facilities. Da steht recreational. Oder, ja. Was weiß ich, ich sehe es nur halb, das ist am Kopf im Weg. A loyal, trouble-free companion. Given to you upon your arrival. Absolutely free. Use your new friend as a personal body. Servant. Or a tireless field. Hood. A custom engineered humanoid. Übrigens Hold Hood, glaube ich, eher anstatt Field Hood, aber egal. Macht auch keinen Sinn. Designed especially for your needs. So care. So come on, try optimum. Let's put our team up here. For more information, contact Triope Corp. Attention, Off-World Promotion Department. Nicht Attention? Nee. Was ATTN, ja. Doch Attention wahrscheinlich. Gut, hier war nichts weiter, außer blickernden Zahlen. Und Aktenordnern. Okay, unnötig. Ich hasse Aktenordner. Ach, das ist die, Etaita-Kolonie, okay. Dann können wir wieder rausgehen, ne? Macht ja keinen Sinn hier unten. Ne, wieso? Ist. Wenn hier nichts ist, wird... Warte, hinten geht's noch weiter, stimmt. Auch hier ist noch eine QBR. Ja, ich habe das. Hi there. Please make your selection. Nein, mache ich nicht. Es ist nämlich nichts Interessantes dabei. Dann aufwärts. Ich schaue erstmal, ob ich hier noch was finde. Ah, okay. Dann aufwärts. Das war ich ja selbst. So. Krugertiere schon wieder. Haben wir da den Code für? Nö. Der findet sich wahrscheinlich auf dem Klo hier. Bei den Frauen. Garantiert. Ne, da findet sich eine Stärkespritze. Aha. Was, Anabolika? Bei den auf dem Frauenklo, klar. Ach nee, Frauen und Herren. Wow. Wie unglaublich. Wie unglaublich sichtgeschützt das einfach hier ist. Ah. Und nächste, nochmal eine höher. Warum sind die ganzen Telefone eigentlich AFK? Telefon AFK. Genau. Muni für dich und Lüftungsschacht. Tief runter. Oh, die QBR ist kaputt. Gut. Aber dafür sind hier die Heilstation wenigstens da. Ja.
Hier liegt noch ein Medkit übrigens auch drin, also notfalls da oben im Schrank. Log? Ja, okay. Log. I changed the code for the crew quarters to 37984. Don't forget it again. Okay. Da waren wir gerade erst. Da können wir auch wieder hin. Ja, ja. Kommen wir eh nicht raus. Na. Übrigens, diese Lüftungsschachtsysteme sind so unglaublich nutzlos. Ich glaube, es sind auch eher Wartungsschächte eigentlich. Wenn überhaupt. Wirklich, ja. Ein Lüftungsschacht, der nur von einem Ort zum anderen führt und sonst nirgendwo hin, ist doch eigentlich total redundant. Ja. Waren wir hier schon? Nee, waren wir noch nicht. Ach, hier kommen wir her, okay. Ja. Dann sind wir hier runter, genau. Das heißt, die Crewquartiere waren irgendwo hier in der Ecke, genau. Ja, eine weiter unten. Ja. Nummer? 37984.